Teure Geschwister, liebe Besucher, das Thema lautet Gemeinde Jesu in der Endzeit, was kommt auf uns zu und wie gelangt die Gemeinde Jesu durch die Endzeit hindurch? Endzeit, das ist die Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Die Endzeit begann mit dem ersten Kommen Jesu, als er auf Erden wandelte, um das Erlösungswerk zu vollbringen am Kreuz auf Golgatha, uns reinzuwaschen von aller Schuld und Sünde und durch seine siegreiche Auferstehung den Sieg zu verkünden über Sünde, Tod und Teufel. Und er fuhr dann zum Himmel, sandte seinen Geist an Pfingsten. Und als er zum Himmel fuhr, standen Engel da und sagten den Jüngern, der Herr wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt fahren sehen. Bevor der Herr Jesus ans Kreuz ging, hinterließ er verschiedene Abschiedsworte an die Jünger. Und eines davon finden wir in Matthäus Evangelium Kapitel 24, die lange Endzeitrede, die sich über drei bzw. zwei Kapitel erstreckt. Ich lese die ersten Verse aus Matthäus 24. Matthäus Evangelium Kapitel 24. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschrecket nicht, denn dies alles muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sein. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch, nämlich die Gläubigen, der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und ich lese noch ab Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Als auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So spricht Jesus Christus, unser Herr. Durch Gottes Gnade hatte ich einmal eine Bibelwoche gehalten über die Endzeitrede. Es waren 12 Predigten. Das versuche ich jetzt in einer Predigt zusammenzufassen. Deshalb dauert es wieder ein bisschen länger, bitte ich um Verständnis. Und ich freue mich, dass trotz dieser hochsommerlichen Temperaturen doch so viele auch heute Nachmittag gekommen sind. Ich möchte jetzt diesmal nicht Vers für Vers entlang gehen, wie in der Bibelwoche, sondern mehr thematisch und Folgendes mit uns betrachten. Wir sehen auf der einen Seite große Erfolge in den Bemühungen um äußere Einheit und Frieden in der Welt. Die Wiedervereinigung Deutschlands, die Vereinigten Staaten von Europa, die Annäherung der großen Machtblöcke,
immer größer werdende Wirtschaftsräume, der Dialog der Religionen. Die meisten Menschen sehen das ja positiv. Auf der anderen Seite wird die zusammenwachsende Welt von heftigen Krisen geschüttelt. Schreckliche Terroranschläge, Flüchtlingskatastrophen, Unruhen in Israel, Massenarbeitslosigkeit, Inflation, Hungersnöte, Umweltzerstörung, immer neue Konflikt- und Kriegsherde, Erdbeben, Seuchen wie etwa AIDS und vieles andere. Und die Menschen sind ratlos und fragen, wie passt das zusammen? Wohin bewegt sich diese Welt? Gibt es noch eine Zukunft? Und wer kann uns verlässliche Orientierung bieten? Die Politiker sind überfordert, die Wirtschaftsexperten treffen immer öfter falsche Prognosen und keiner weiß wirklich, wie es weitergeht. Keiner? Doch, Gott weiß es. Und er hat es geoffenbart in seinem Wort. Und der Herr Jesus, wir haben es gerade gehört, hat alle diese Dinge vorausgesagt. Wenn wir von Endzeitentwicklungen reden, dann gibt es negative Zeichen, Krisen, Katastrophen, Erdbeben, Seuchen und so weiter, auch Christenverfolgung. Es gibt aber auch positive Zeichen, zum Beispiel der Feigenbaum, der wieder grünt, die Wiederentstehung Israels oder die Weltmission, die sich ausbreitet, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und diese Entwicklungen laufen parallel. Zum einen die Katastrophen, die Krisen, die Gerichte Gottes, die sich auch häufen, die in der Johannes-Offenbarung ausführlich beschrieben sind. Und wir leben jetzt, denke ich, in den Vorwehen dieser letzten Endzeitgerichte, Zornschalen, also zunächst die Siegel, dann die Posaunen, dann die Donnergerichte und die Zornschalengerichte. Das wird wohl in der Trübsalzeit sich ereignen. Aber jetzt leben wir, so wie ich es verstehe, in der vorantichristlichen Zeit, wo sich der Antichrist ankündigt, wo das Böse ausreift und daneben auch die Endzeitbeben zu auf jedem Gebiet. Aber auch die Weltmission, keiner wird sie wirklich stoppen können. Und da, wo Christen verfolgt werden, da wächst im Untergrund die Gemeinde, sogar in Nordkorea und solchen Ländern, wo alles verboten ist, was mit christlichem Glauben zu tun hat. Gott sieht weiter als die Menschen und er hat seinen Propheten und Aposteln die Zukunft geoffenbart. Nun, viele haben versucht, den Wiederkunftstermin auszurechnen. Das ist uns nicht erlaubt. Der Herr Jesus selber sagt in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und in Apostelgeschichte am Anfang sagt er, dass es uns nicht gebührt, Zeit und Zeitpunkte zu wissen. Das ist dem Vater Geheimnis Gottes verborgen, damit wir nicht spekulieren und damit wir alle Zeit wachsam sind, dem Herrn zu begegnen. Wir sollen alle Zeit mit einem gereinigten und geheiligten Herzen dem Herrn Jesus entgegengehen können. So wie die klugen Jungfrauen, die genügend Öl in ihren Lampen bereithalten, auch Reserveöl, und den Heiligen Geist nicht dämpfen. Wir können also keinen Termin berechnen, aber die Zeichen der Zeit sind uns gegeben. Die Zeichen, die der Herr Jesus in der Endzeit oder Ölbergrede seinen Jüngern und auch uns allen damit gegeben hat. Manche meinen ja, die Endzeitrede, die sei nur an Israel gerichtet. Natürlich waren die Jünger überwiegend Juden damals, aber es ist natürlich an die ganze Christenheit gerichtet. Wir sind alle hoffentlich hier oder viele von uns Jüngerinnen und Jünger des Herrn Jesus. Wer es noch nicht ist, kann es ja noch werden. Das ist das Beste und Wichtigste, was es gibt. Und an uns ist das gerichtet. Und die Jünger fragen ja Verschiedenes. Es sind im Grunde 2 bis 3 Fragen. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen, für das Ende der Welt, für das Ende der Zeit, des Zeitalters? Und der Herr Jesus antwortet darauf, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, sagt er vorher schon. Und damit ist ja die Naherfüllung gemeint, im 1. Jahrhundert nach Christus, 70 nach Christus, als die Römerheere den Jerusalemer Tempel zerstört haben. Darauf kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht ausführlicher eingehen. Es gibt also Erfüllungen, die sind schon ziemlich bald eingetreten im 1. Jahrhundert. Es gibt aber auch Erfüllungen, die ziehen sich lange hin in die Endzeit. Und deshalb ist auch Prophetie nicht immer so leicht zu verstehen. Prophetie, das ist wie ein Gebirge. Da ist der erste Berg, die erste Erfüllung, dann kommt wieder ein Tal mit einem mehr oder weniger langen Zeitraum. Dann kommt wieder ein Berg, wo sich Prophetie erfüllt.
Und deshalb machen viele Ausleger den Fehler, sie meinen, alles entfüllt sich entweder nur im ersten Jahrhundert oder nur ganz am Ende oder nur da und dort. Nein, Prophetie erfüllt sich immer wieder stufenweise in Etappen. Und deshalb, die heilsgeschichtliche Auslegung der Prophetie muss das berücksichtigen. Prophetie erfüllt sich immer wieder in verschiedenen Etappen. Im ersten Jahrhundert, während der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu und vermehrt auch in der Endzeit. Und deshalb auch, was in Matthäus 24 steht, manches hat sich schon erfüllt und manches wird sich noch erfüllen. Und manches erfüllt sich sogar vor unseren Augen. Etwa was mit Israel geschieht, was mit Syrien jetzt geschieht, dass sich überall der Ring um Jerusalem schließt, dass einmal alle Völker gegen Jerusalem marschieren werden, dass die Gesetzlosigkeit ausreift weltweit, die Gottlosigkeit, die Katastrophen zunehmen. Ich werde einiges noch ausführlicher darstellen. Also keinen Termin berechnen, aber die Zeichen der Zeit wachsam beobachten. Endzeit im engeren Sinne also begann mit dem ersten Kommen Jesu, aber im weiteren Sinne ist es unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu Christi als Richter in Macht und Herrlichkeit. Und auch im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde. Über die Datierung dieser Entrückung gibt es verschiedene Ansichten. Jedenfalls in 2. Thessalonicher 2 wird davor gewarnt, dass man es zu früh datiert, denn erst muss der Mensch der Sünde oder auch der Gesetzlosigkeit offenbar werden, das Böse ausreifen. Dann erst wird die Gemeinde mit dem Herrn vereinigt. Manches kann ich jetzt hier aus Zeitgründen nur andeuten, dürft nachher gerne noch Fragen dazu stellen. Nun aber nennt der Herr Jesus Zeichen. Ich habe sie mal sortiert hier nach Zeichen in Politik, Zeichen im Wirtschaftsleben, im technischen Bereich, Zeichen im religiösen Bereich, Zeichen, die die Gemeinde betreffen, Zeichen bezüglich Verfolgung, bezüglich Weltmission und wie wir uns verhalten können, um hindurchzukommen. So der ungefähre Ablauf jetzt im weiteren Vortrag. Zunächst einmal Zeichen in der Politik. Der Herr Jesus spricht hier von den Wehen der Endzeit. Es wird mit den Wehen verglichen bei einer schwangeren Frau. Je näher es an die Geburt geht, umso häufiger setzen die Wehen ein, umso heftiger werden sie. Und so ist es auch in der Endzeitentwicklung. Je mehr es dem Entstehen des neuen Himmels, der neuen Erde zugeht, zuvor kommt allerdings noch das tausendjährige Reich Jesu Christi, aber je mehr es auf diese Endentwicklungen zugeht, umso stärker werden die Endzeitwehen oder Endzeitbeben. Und so lesen wir in Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten oder Kriegsgeschrei hören. Habt Acht, erschreckt nicht, dies muss alles geschehen, aber ist noch nicht das Ende. Es wird sich Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich erheben. Und die Kriege haben sich gesteigert. Es gab vorher noch nie solche globalen Konflikte wie im 20. Jahrhundert, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und auch in den heutigen Zeiten nehmen die Konflikte wieder zu. Kaum ein Tag, wo man nicht von Terroranschlägen, von Aufständen, von Kriegsgeschrei, von Kriegsdrohungen auch jetzt wieder zwischen Ost und West hört. Man hat gedacht, der Ost-West-Konflikt sei beseitigt, aber jetzt leben wir wieder in einer Zeit, wo wir nicht wissen, ob es wieder sich zuspitzt. Wir können wirklich beten für die Politiker. Wir wünschen uns das nicht, ja, diese Kriege. Aber realistisch müssen wir damit rechnen. Der Herr Jesus hat es gesagt, es wird so kommen. Das Böse in der Welt nimmt zu und die Herzen der Menschen haben sich nicht verändert. Nur wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist ins Herz einzieht, wird auch der wirkliche Friede einziehen. Und solange das nicht bei allen Menschen der Fall ist, und es wird leider auch nicht sein, weil nur wenige auf dem schmalen Weg sind, solange wird es auf dieser Erde keinen dauerhaften Frieden geben. Erst wenn der Herr Jesus selber regiert im tausendjährigen messianischen Friedensreich. Aber selbst da sind nicht alle geistlich wiedergeboren. Der letzte Aufstand von Gog und Magog nach dem tausendjährigen Reich ist nochmal eine letzte Sichtung, wer wirklich Jesus dient und wer nicht. Und dann wird das große Weltgericht kommen und der neue Himmel und die neue Erde werden entstehen. Ein ganz kurzer Durchgang durch die Offenbarung war das jetzt. Ja, aber die Kriege nun haben also eine große Heftigkeit. Der Erste Weltkrieg hat ca. 10 Millionen Todesopfer gefordert. Der Zweite bereits ca. 55 Millionen Todesopfer. Und die Grausamkeit und Zerstörungskraft der Waffen wurde seither ständig gesteigert. Es gibt ja A, B, C-Waffen, atomare, biologisch-bakteriologische und chemische Waffen.
So etwas gab es noch nicht im Altertum, nicht im Mittelalter, aber jetzt in unserer Zeit. Und nun hängen diese zwei Weltkriege sehr eng zusammen mit einem positiven Zeichen der Endzeit, und zwar der Wiederentstehung des Staates Israel, der Sammlung der zerstreuten Juden, die über die ganze Welt ja verstreut werden waren. Und zwar, die Bibel macht es deutlich, weil sie ja den Messias abgelehnt haben. Das kam als Gericht über Israel. Sie haben Jesus als Messias abgelehnt und wurden geistlich verstockt und über die ganzen Heidennationen zerstreut. Aber am Ende wird der Feigenbaum wieder grünen, sagt der Jesus. Wir haben es gehört in Vers 32. Wenn sein Zweig saftig wird und Blätter treibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. Als auch, wenn er dies alles sieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Und jetzt kommt eine Stelle, die viele Auslegungen erfahren hat, Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Was ist mit diesem Geschlecht, mit diesem Genea auf Griechisch? Generation übersetzen es auch manche gemeint, aber es heißt an sich Art, Geschlecht. Ich persönlich denke, es ist das Geschlecht der Juden. Keine Verfolgung, kein Holocaust konnte sie wirklich ausrotten, obwohl es immer wieder versucht wurde. Das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis wieder auch in Israel die Heilsgeschichte fortgesetzt wird, die bei den Propheten und Aposteln und durch Jesus selber vorausgesagt ist. Und das haben wir im 20. und 21. Jahrhundert erleben dürfen, dass dieser Feigenbaum wieder grünt, der für Israel steht. Wir sollten uns hüten, sowohl vor einer unnüchternen Israel-Begeisterung, es ist politisch ein genauso fehlbarer Staat wie unser Staat und andere Staaten, aber wir sollten uns auch hüten vor einer Verteufelung Israels, wie es leider Gruppierungen von links und von rechts machen, und das ist beides sehr gefährlich, sowohl der Antisemitismus als auch der Antijudaismus als auch der Antizionismus. Man kann das gar nicht wirklich trennen, weil immer geht es gegen die Juden. Und das sowas dürfen vor allem wir als Deutsche uns niemals mehr aufladen, irgendeine Feindschaft gegen das jüdische Volk. Denn es ist das erwählte Volk im alten Bund, und nicht wir tragen die Wurzel als Heidennationen, sondern die Wurzel trägt uns. Wir sind aufgepfropft auf den Ölbaum Israel als wilde Zweige gemäß Römer 9 bis 11. Lest einmal diese Kapitel im Römerbrief 9 bis 11, wie wunderbar da der Zusammenhang zwischen Juden und Heidennationen beschrieben ist. Leider ist die Mehrheit in Israel noch verschlossen für den Messias Jesus, aber es wird eine Erweckung kommen, wenn alle Völker gegen Jerusalem marschieren. Wenn der Messias Jesus erscheint, dann werden sie ihn schauen, den sie durchbohrt haben. So liest man ausführlich im Propheten Sacharja Kapitel 12 bis 14 diese wunderbare Erweckung, die dann auch geschehen wird in Israel. Und die Nachbarnationen, auch da werden viele zum Glauben kommen, auch jetzt geschieht das in Syrien, in Ägypten, in Jordanien und überhaupt. Wir erleben auch jetzt Erweckungen unter Muslimen, dass viele Jesus erkennen, nicht nur als Prophet, der er natürlich auch ist, auch im Koran ist Jesus als Prophet anerkannt, aber er ist ja zugleich der Sohn Gottes. Er wurde nicht irgendwie fleischlich gezeugt mit Maria, sondern durch den Geist Gottes, wie bei der Weltschöpfung im Leib der Maria durch Jungfrauengeburt, die übrigens auch im Koran anerkannt wird, interessanterweise. Das nur als kleiner Exkurs. Nun, liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern, es ist im Alten Testament vorausgesagt, im Propheten Hesekiel, Kapitel 37, vielleicht kann man das Fenster zumachen, dass die Totengebeine zusammenrücken. Und da lesen wir, Hesekiel 37, ab Vers 12, so spricht der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israels. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das hat sich erfüllt, auch Jesaja 11, Vers 11 folgende, Sacharja 8, Vers 7 folgende und viele weitere Verheißungen, die sich ausdrücklich auf die letzten Tage beziehen. So auch bei Hesekiel immer wieder betont, in den letzten Tagen wird das geschehen. Nicht einfach nur bei der babylonischen Gefangenschaft. Da gibt es auch eine Mehrfacherfüllung. Rückführung aus Babylon, aber auch Rückführung am Ende aus der weltweiten Zerstreuung. Mehrstufige Erfüllung, wie ich schon erwähnt habe. Und was wird noch kommen in Zukunft? Es wird darüber spekuliert, ob der jüdische Tempel wieder gebaut wird.
Man kann das wörtlich oder auch symbolisch verstehen bezüglich der Gemeinde, dass der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit gemäß 2. Thessalonicher 2, sich in den Tempel der Gemeinde setzt oder auch in den Tempel in Jerusalem. Wir müssen es einfach offen lassen und abwarten, wie das kommt. Jerusalem wird das Zentrum des messianischen Friedensreiches unseres Herrn Jesus sein, gemäß Jesaja 2, Micha 4 und Offenbarung 20. Und vorher wird der wiederkommende Christus seinen Fuß auf den Jerusalemer Ölberg setzen, Sahaja 14, Vers 3 und 4. Und in dieser antichristlichen Trübsalzeit, wenn alle Völker gegen Israel in den Krieg ziehen, wird Israel Jesus als seinen Messias erkennen, wie ich schon gesagt habe, gemäß Prophet Sahaja. Nun aber ein anderes Thema. Wir wollen ja nicht den ganzen Nachmittag über Israel hören, sondern es geht auch um weitere Zeichen der Endzeit. Wir erleben parallel zur Wiederentstehung Israels das Zusammenrücken der Welt, die Globalisierung, die neue Weltordnung. Das ist vielleicht für uns auch ein ganz besonders interessantes Thema. Das betrifft etwa auch die Entstehung der Europäischen Union und auch anderer kontinentaler Zusammenschlüsse. Die Vorbereitung der Weltregierung, die ja in der UNO ansatzweise schon vorhanden ist, bloß hat die UNO noch nicht so viel Macht, nun überall sich wirklich einzumischen. Aber es wird angestrebt, dass dann die UNO als Weltregierung mit einem Weltpräsidenten irgendwann die Weltherrschaft übernimmt. Man kann vermuten, vorsichtig gesagt, dass dann an der Spitze der Antichrist stehen dürfte, wenn es ihm gelingt, praktisch als neuer Turmbau zu Babel die ganze Menschheit zu vereinen. Übrigens, das Bürogebäude der Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg ist nicht per Zufall, sondern ganz bewusst, so denke ich, gebaut in Form dieses Turms zu Babel, in diesen konzentrischen Kreisen aufwärtsstrebend. Und vor diesem Bürogebäude der Europaabgeordneten in Straßburg steht eine Figur, die die Gender-Ideologie, das heißt die Auflösung der Geschlechtsunterschiede, betont, und zwar zwei. Es sollen wohl Menschen sein, die aber geschlechtslos sind und sich miteinander vereinigen. Das ist also diese Vermischung der Geschlechter, der Sozialismus, auch bis hinein in das Gebiet der Schöpfungsordnung Gottes, die niedergerissen wird. Es darf ja nicht mehr Mann und Frau geben. Und es werden auf Facebook schon, glaube ich, 68 Geschlechter definiert. In einer Schule bei uns in der Gegend haben Eltern uns jetzt erzählt, dass da eine Lehrperson sei, die sich als Es hat eintragen lassen. Man weiß nicht, wie man jetzt diese Person anreden soll. Man kann sie nicht als Herr, nicht als Frau anreden, vielleicht als Es. Ja, also das ist also verrückt, aber es ist ein endzeitliches Phänomen, dass man die Schöpfungsordnung Gottes zu Boden reißen möchte. Nun, es wird ein Streben nach Einheit und Frieden geben, was ja alles positiv aussieht. Wir sind ja auch für Frieden, durchaus als Christen, das ist ganz klar. Aber nicht für Frieden um jeden Preis, nicht für Frieden auf Kosten der Wahrheit. Vor allem nicht auf Kosten der Wahrheit Jesu Christi, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und immer wieder, liebe Freunde, richtet sich der Angriff des Feindes, des Teufels, gegen Jesus als den einzigen Weg ins Himmelreich. Das soll mit allen Mitteln vermieden werden, dass Jesus als der einzige Erlöser anerkannt wird. Deshalb versucht man, die Religionen zu vermischen. Und diese Globalisierung läuft deshalb politisch, wirtschaftlich, technisch und religiös. Es soll alles miteinander vermischt werden, auch jetzt mit den verschiedenen Völkern und so weiter. Obwohl wir ja wissen, es sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen und es wird Konflikte geben, vor allem was die Islamisierung angeht. Also wenn hier eine immer größere Zahl von Muslimen kommt, die nicht Jesus angenommen hat und die auch nicht wirklich integrationsfähig ist, dann wird es immer stärkere Probleme und Parallelgesellschaften geben. Das ist ja eine sehr aktuelle, auch politische Diskussion, die wir jetzt gerade erleben. Es gibt auch Menschen, die sich gut integrieren, ich denke auch etliche sind hier, die auch im Rahmen unserer Gesellschaftsordnung, des Grundgesetzes und auch, sage ich mal, zumindest der Tolerierung des christlichen Glaubens hier leben. Aber es gibt auch andere, die mit aller Gewalt die Islamisierung durchdrücken wollen und auch vor Terror nicht zurückschrecken. Und das ist eine große Gefahr. Und wir können auch hier nur beten für die Politiker, dass sie zur Vernunft kommen, auch in unserem Land. Nun,
Die UNO, man will ja immer umfassendere Befugnisse geben. Die neue Weltordnung soll entstehen. Es ist seit mehreren Jahrhunderten, insbesondere seit dem 18. Jahrhundert, das Ziel freimaurerischer Geheimbünde, insbesondere der Illuminaten, dass alle Fürsten und Nationen einmal ohne Gewalttat, soweit es möglich ist, von der Erde verschwinden sollen. Das Menschheitsgeschlecht soll eine einzige Familie werden und die Wohnung von Menschen, die nur ihrer Vernunft folgen, die auf keine göttliche Offenbarung vertrauen. Dass der Satz von der Religion, in der alle Menschen übereinstimmen, ist das Fundament der Freimaurerei geworden, laut dem internationalen Freimaurerlexikon von Lenhoff und Posner, 1932, Seite 15. Und die Aufschrift Novus Ordo Seculorum, also Neue Weltordnung, findet sich ja bekanntlich auf jeder Ein-Dollar-Note, verbunden mit dem allsehenden Auge. Entweder wird es auf Gott gedeutet oder auf Luzifer, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Aber im Zusammenhang mit diesem 33-Grad-System des schottischen Ritus macht deutlich, dass es sich um das Auge Luzifers in dieser Dollarnote handeln muss. Nun, ich war übrigens mal mit einer Reisegruppe in den USA und da haben wir gesehen, es war erstaunlich, dass dieser höchste Freimaurertempel in Washington D.C., wo auch die Präsidenten ein- und ausgehen in USA, geöffnet war. Und wir haben die Möglichkeit wahrgenommen, den mal zu besichtigen. Ich habe auch Fotos gemacht. Und da steht also dieser höchste Freimaurertempel nach dem schottischen Ritus, 33 Grad. Und da steht dann ein Freimaureraltar und da liegen dann die ganzen religiösen Schriften schön nebeneinander. Bibel, Koran, Bhagavad Gita und noch andere Bücher. Und das ist, die Bibel liegt zwar auch da, aber nur als ein Buch neben anderen. Versteht ihr? Eine wunderbare Tarnung für diese gefährliche Welteinheitsbewegung. Man hat zwar auch die Bibel, aber nicht Jesus allein, sondern Jesus und Buddha, Jesus und Mohammed, Jesus und Zarathustra. Und das ist genau die antichristliche Vermischungsreligion. Es richtet sich immer gegen das Jesus allein. Der Antichrist kann auch sagen, Jesus und so weiter und alle anderen Religionen. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus allein. Das ist diese heilbringende Intoleranz in der Wahrheitsfrage, die wir als Christen nicht aufgeben dürfen. Wir können zwar tolerant sein gegenüber dem Menschen, der noch nicht gläubig ist, in Lieben mit der ganzen Liebe Jesu Christi, soweit sie uns geschenkt ist. Aber wir können nicht tolerant sein, also duldsam in der Wahrheitsfrage und die Wahrheit einfach preisgeben und sagen, es ist alles egal, alles gleichgültig. Wo alles gleich ist, ist auch alles gleichgültig. Und da gibt es keine Wahrheit mehr und auch keine Erlösung. Leider ist in vielen Kirchen und auch Freikirchen dieser Relativismus, dieser Postmodernismus, die Auflösung der absoluten Wahrheit Jesu Christi schon so massiv eingedrungen, dass man viele Kirchen heute nicht mehr besuchen kann, weil da nicht mehr Jesus als der einzige Weg zum Vater verkündigt wird. Das ist eine endzeitliche Entwicklung. Und das ist die Erfüllung der Prophetie im Petrusbrief. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Da fängt es an. Und jede Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Verantwortliche, auch hier, muss wachsam sein, dass dieser religiöse Beliebigkeitspluralismus nicht überall eindringt, sondern dass wir festbleiben in dem vierfachen Allein der Reformation, allein die Heilige Schrift, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Im Propheten Daniel, Kapitel 2 und 7, sowie in Offenbarung 13 und 17, ist von vier Weltreichen symbolisch die Rede in diesem Standbild, das Nebukadnezar schaut und auch in diesen Tieren, diesen Bestien, die Daniel dann selber auch schaut. Und dabei handelt es sich nach der einhelligen Meinung vieler Ausleger um verschiedene Weltreiche, die aufeinander folgen. Das erste ist das babylonische Weltreich 625 bis 538 vor Christus. Das zweite das Medo-Persische Reich 538 bis 331 vor Christus. Das dritte das griechisch-hellenistische Weltreich 331 bis 168 vor Christus. Und dann beginnt 168 vor Christus der Siegeszug des Römischen Reiches. Und dieses Römische Reich ist nie wirklich untergegangen. Das ist ganz wichtig für die endzeitliche Prophetie. Und zwar hat es immer weiter bestanden. Es hat sich dann geteilt in Ost- und Westrom. Und dann
ist zwar das nachher nach untergegangen, aber in Gestalt der römischen Kirche und auch des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation unter Kaiser Karl dem Großen ab etwa 800 hat es auch wieder weiter bestanden. Und die Ost- und Westkirche, die versuchen sich auch wieder zu vereinigen unter dem jetzigen Papst. Es wird also zur Einigung auch wieder kommen. Und das Römische Reich in Gestalt des Papsttums besteht ja nach wie vor, aber auch in Gestalt etwa der Europäischen Union, wo ja die römischen Verträge bereits in den 50er Jahren geschlossen wurden und auch die neueren EU-Verträge wurden zum Teil in Rom verabschiedet unter der Statue von Papst Innozenz, einem der größten Christenverfolger. Da hat man diese neuen römischen Verfassungen oder Verträge unterschrieben. Also das Römische Reich, das wird auch das entscheidende Reich sein, gemäß Offenbarung 17, das mit Babylon zusammenhängt, wegen den sieben Hügeln. Ich kann das jetzt wieder nur andeuten. Wie gesagt, ich habe das alles ausführlich, ich sage es nochmal kurz, in diesem Buch dargelegt, wer das nochmal alles nachlesen will. Die Endzeitrede Jesu Christi. Aber deshalb im Telegrammstil jetzt. Ja. Und es wird also nicht untergehen, bis Jesus wiederkommt und dem ein Ende macht. Nun aber haben manche gedacht, diese 10 Hörner, das sind ja 10 Machtzentren, von denen in Offenbarung 13 und 17 die Rede ist, das seien 10 Staaten der Europäischen Union. Aber es gibt ja inzwischen schon weit über 20 Staaten, jetzt wieder gerade ein weniger, nachdem die Engländer momentan ausgetreten sind. Wie lange, wissen wir nicht, weil das Ziel geht ja doch auf die Welteinheit zu. Und ich persönlich denke eher, dass diese 10 Hörner 10 Machtblöcke sind, weltweit gesehen, wobei die Europäische Union ein Machtblock ist. Und dann gibt es auch andere Machtblöcke, zum Beispiel könnten es sein, die Arabische Liga oder die Lateinamerikanische Freihandelszone, die COMECON-Staaten und so weiter. Also dass die Welt in 10 Verwaltungsbezirke eingeteilt wird, an deren Spitze sich dann schließlich der Antichrist setzen wird. Das ist eine Erfüllungsmöglichkeit, die übrigens mit Plänen des Clubs von Rom, Club of Rome, aus den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts übereinstimmt. Ja, wir erleben jedenfalls den Versuch der Menschheit, sich selber zu einigen im neuen Turm zu Babel, was sich auch in den Bauwerken zeigt, etwa aber nicht nur in Dubai, sondern auch in vielen anderen Städten, muss gar nicht so weit fahren. Und dieses Streben bis zum Himmel, auch mit dem Finanzwesen und sich selber einen Namen zu machen und zusammenzurücken, auch die Sprachbarriere aufzuheben. Englisch wird wahrscheinlich die Weltsprache sein. Und das Problem ist, dass immer mehr eine Einheit ohne Wahrheit entsteht durch Vermischung unterschiedlichster Ideologien und Religionen. Aber es steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 Folgendes vorausgesagt, eine der vielen Prophetien der Bibel. Wenn sie sagen werden, nämlich die Menschen, sagen werden, es ist Frieden, es hat keine Gefahr. Mit anderen Worten, wir haben jetzt die Menschheit vereinigt, es gibt keine Konfliktherde mehr, alles wunderbar. Dann wird das Verderben schnell über sie kommen. Wenn der Mensch aus eigener Kraft ohne Jesus als den Bringer des einzig wahren Friedensreiches das Reich des Friedens vorwegnehmen will, das wird das antichristliche Reich sein. Und dieses Reich wird nur eine begrenzte Zeit bestehen, 42 Monate, sagt die Bibel. Und dann wird der Antichrist und sein falscher Prophet in den Feuerpfuhl geworfen. Und nach den 1000 Jahren dann, in denen der Satan gebunden ist, dann auch schließlich der Satan. Die ganze satanische Trinität wird dann beseitigt worden sein. Jetzt zum Zeichen auf technischem Gebiet. Die Menschheit ist immer enger zusammengerückt durch Verkehr, Telekommunikation und Massenmedien, vor allem durch das Fernsehen und auch durch Internet, Computer und so weiter. Man kann heute jeden Ort der Erde in längstens 48 Stunden, schätze ich mal, per Flugzeug erreichen. Auch der Zahlungsverkehr wird immer mehr vereinheitlicht. Es wird massiv daran gearbeitet, das Bargeld erstmal zu reduzieren und dann völlig abzuschaffen. Da gibt es jetzt gerade einen Bestseller von Peter Hane zur Verteidigung des Bargeldes. Ja. Sehr lobenswert, dass er sich da auch äußert dazu. Denn das Ziel ist ja die totale Kontrolle. Wenn alles bargeldlos läuft, dann kann man jeden Transfer, jede Geldaktion total kontrollieren.
Natürlich wird jetzt nicht jeder Mensch permanent kontrolliert, da reichen die Überwachungsleute nicht aus, aber die Verdächtigen, es geht ja nur um die, die irgendwie aus dem Rahmen fallen, die verdächtig sind, die sich nicht in das Massensystem integrieren lassen. Und deshalb haben wir heute technische Überwachungssysteme, zum Beispiel Überwachung per Handy. Man kann per Handy auch überwachen, wo sich die Person befindet. Es ist überall ein GPS eingebaut. Dann das Mautsystem auf den Straßen, wo das Auto sich befindet. Dann die Videoüberwachung mit dem Argument größerer Sicherheit. Natürlich sind wir auch dafür, dass da nichts passiert. Aber es kann auch dann gefilmt und dokumentiert werden. Dann elektronisches Geld, bargeldloses Geld. Und es ist auch sehr bedrohlich und könnte eine Erfüllung von Offenbarung 13 sein, des Mahlzeichens, dieser RFID-Chip, Radiofrequenz-Identifikationssystem. Das sind also elektromagnetische Strahlungen, die dazu dienen können, zum Beispiel, dass so ein Chip in der Kleidung oder in den Lebensmitteln einmal ist, dass dann an den Kassen niemand mehr sitzen muss, sondern wenn man mit dem Wagen durch die Kasse rollt, dann wird es automatisch abgebucht, was man da gekauft hat. Ja, über kurze Entfernungen funktioniert das bereits. Man hat nur noch das Problem, dass es über weite Entfernungen noch nicht so gut ortbar ist mit den heutigen Messmöglichkeiten. Und die Bibel warnt uns jedenfalls davor, in Offenbarung 13 uns irgendeines ein Mahlzeichen geben zu lassen, auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Hier gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Deutungen. Aber ich denke persönlich, es könnte, weil das auch heißt, dass keiner mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn er das Mahlzeichen nicht hat, es könnte mit diesen technischen Überwachungsmöglichkeiten zusammenhängen. Wir müssen ja vorsichtig sein, wollen nicht wild spekulieren, aber einfach wachsam bleiben und auf keinen Fall, liebe Geschwister, sich irgendetwas auf die Haut aufprägen lassen. Auch keine Tätowierung, denn die Tätowierungen, die haben den Gewöhnungseffekt, dass der Mensch gar nichts mehr empfindet, wenn dann auch noch irgend so ein kleines Mahlzeichen oder ein Chip oder was auch immer auch noch dazukommt. Und meistens sind die Tätowierungen auch noch irgendwie mit okkulten Symbolen besetzt. Und es haben sich auch jetzt wieder Menschen bekehrt und taufen lassen bei uns in der Gemeinde. Die würden so gern ihre Tätowierungen wegmachen lassen. Und es ist aber so schwierig für die Haut und teuer, dass es sehr, sehr aufwendig und teuer ist, das wieder wegmachen zu lassen. Deshalb gar nicht erst sich ritzen lassen in die Haut, zumal uns die Bibel davor warnt, schon im Alten Testament, man soll sich nicht tätowieren lassen. Die Stelle weiß ich jetzt leider nicht genau auswendig. In den Mosebüchern jedenfalls habe ich das schon gefunden. Ja, liebe Geschwister, also kein Mahlzeichen, nichts sich auf die Haut aufprägen lassen. Ja, soweit zur technischen Überwachung. Dann könnte ich noch viele Sachen sagen zum ungerechten Reichtum, zu Wirtschaftskrisen, zu Hungersnöten, zur Umweltzerstörung, zu Seuchen. Aber alles das möchte ich jetzt aus Zeitgründen auslassen. Ich möchte nur ein Wort zu Erdbeben sagen. Man hat festgestellt, dass die schweren Erdbeben mit einer Stärke von 6 bis 8 auf der Richterskala sich etwa in den Jahren 2005 bis 2015 um den Faktor 8 erhöht haben. Also laufend zunehmen und stärker werden, was auch damit zusammenhängt, dass der Herr Jesus einmal sagt, dass am Ende ein Erdbeben sein wird, so stark, wie es noch nie gewesen ist. Also hier eine Steigerung, die auch vorausgesagt ist. Aber es gibt auch in der Schöpfung ein positives Zeichen, nämlich dass gemäß Hesekiel 36 die Fruchtbarkeit in Israel wieder zunimmt. Israel ist zur Kornkammer im Nahen Osten geworden. Auch das ist eine Erfüllung der Prophetie. Jetzt schlage ich vor, dass wir einmal aufstehen und ein Lied singen, eine kurze Pause machen und dann werde ich auf die religiösen Gefährdungen in der Endzeit eingehen. Liebe Geschwister, wir kommen jetzt zu den Zeichen auf religiös-moralischem Gebiet. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste für uns, weil nämlich hier die Verführung gemeint ist mit falschen Christusen, falschen Propheten, falschen Aposteln und so weiter. Die äußeren Katastrophen, die ich jetzt ja nur aus Zeitgründen andeuten konnte, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und so weiter, die können zwar unseren Leib töten, aber nicht uns das ewige Leben rauben. Während der Verführer, der kann mich um das Seelenheil bringen. Und es ist sehr alarmierend, wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 24,
Vers 4 als erste Warnung, übrigens noch vor der Warnung vor den Kriegen, das sagt der Herr Jesus: Habt Acht, also passt auf, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Und später sagt der Herr dann, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Falsche Christusgestalten, falsche Propheten. Die Frage an euch: Wenn jetzt ein Mensch hier hereinkäme und sagen würde, ich bin der wiedergekommene Christus, was würdet ihr ihm sagen? Würdet ihr sagen, das kann sein, ja, der ist jetzt hier geboren, in Wiesbaden zum Beispiel, hier herangewachsen und steht jetzt hier hin und sagt, ich bin Christus. Ist das möglich? Kann das so sein? Nein. Jesus Christus kommt wieder auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Er wird nicht wiedergeboren, so wie damals in Bethlehem, und wächst heran, sondern er wird vom Vater kommen, vom Himmel her. So wie er zum Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen, sagen die Engel in Apostelgeschichte 1. Und deshalb sollen wir uns nicht betrügen lassen, wenn irgendjemand hier auftritt und sagt, ich bin Christus. Und trotzdem fallen so viele Menschen auf solche Verführungen herein. Es gibt heute eine Fülle von falschen Christusen. Nur einige Beispiele, ganz kurz. Chidu Krishnamurti, ein Hindu-Knabe, wurde 1910 von Annie Besant, der Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, als wiedergekommener Messias, Lord Maitreya und Weltenlehrer propagiert. Inzwischen längst verstorben, kein Christus. Dann die Ahmadiyya-Religion, eine islamische Sekte, betrachtet Ahmad als den Mahdi oder so eine Art Pseudo-Christus. Auch längst verstorben, er hat keine Erlösung gebracht. San Myung Moon, der Koreaner, geboren 1920, auch inzwischen verstorben, wird als Christus verehrt. Oder leider auch in der Schweiz jetzt seit einigen Jahren Ivo Sasek, stellt sich auf eine Stufe mit Christus und zieht viele gutmeinende Gläubige aus Gemeinden ab. Er ist nicht nur ein falscher Prophet, sondern er lässt sich auf eine Stufe mit Christus stellen und sagt, nur indem er vor dem Thron des Vaters eintritt, könne der Mensch begnadigt werden. Ein größenwahnsinniger Anspruch, muss man leider so deutlich sagen. Wer kann so etwas von sich behaupten? Ich könnte jetzt viele weitere nennen, etwa auch Vissarion in Sibirien und andere, aber gefährlich ist auch der Christus des New Age, des neuen Zeitalters, der verspricht, alle Religionen zu einigen und der Mensch den Frieden und die Sicherheit zu bringen. Genau das, was der Antichrist tun wird für eine begrenzte Zeit, 42 Monate. Die falschen Propheten, da gibt es noch viel mehr davon. Sämtliche Sektengründer sind praktisch falsche Propheten oder auch falsche Prophetinnen. Wie kann man sie durchschauen? Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum wörtlichen Sinn der Bibel und zu ihrem Gesamtzusammenhang. Sie übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens. Sie verleugnen vor allem Jesus Christus und sein Heilswerk, seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung, sein Sühneopfer und seine leibliche Auferstehung. Das wird alles entweder reduziert oder ganz weggestrichen und entleert. Dann vermischen sie oft ein Körnchen Wahrheit mit ihrer Lüge und betrügen dadurch die Menschen. Und sie machen Zukunftsvoraussagen mit göttlichem Anspruch, die dann nicht eintreffen. Schöne Worte können sie machen, oftmals ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie und Einheit, aber manche auch von übertriebenen Gerichtsdarstellungen, etwa bei den Zeugen Jehovas. Jetzt machen wir mal, damit ihr wach bleibt, eine kurze Fragerunde. Ich sage jetzt einen Namen und wer es weiß, ruft mir dann den Namen der Sekte zu, die diese Person begründet hat. Joseph Smith. Mormonen, wer war das? Sehr gut, ja. Der Begründer der Mormonen. Ich war auch schon mit einer Reisegruppe in Salt Lake City im Staat Utah, USA. Und da ist dieser große Mormonentempel, in den nur Mormonen hinein dürfen. Dort lässt man sich für die Toten taufen, für die Toten versiegeln. Freimaurerähnliche Rituale laufen dort ab. Und ihr seht schon, wie finster, geprägt durch einen okkulten Geist, diese ganze Strömung ist. Und da wird gelehrt, Gott sei ein aufgestiegener Mensch und jeder Mensch, der Mormone praktisch ist, würde zur Gottheitsstufe aufsteigen und sich höher entwickeln. Wir haben hier die Evolutionslehre und den Spiritismus und das Freimaurertum. Mary Baker Eddy. Schwierig, ja?
christliche Wissenschaft, Christian Science. Sie sagt, Krankheit, Sünde und Tod, das sei alles nur Illusion, Einbildung. Aber die Bibel bezeichnet es als Wirklichkeit. Diese Lehre Mary Baker Eddys, die kommt aus dem hinduistischen Denken, wo diese ganze sichtbare Welt als Illusion dargestellt wird. Hinduistisch, spiritistisch. Dann Baha'u'llah oder Bab, Baha'i-Religion. Dieser Baha'u'llah oder Mirza Hussein Ali, die haben übrigens alle im 19. Jahrhundert gelebt, diese Religionsbegründer, die ich bis jetzt genannt habe. Er hat die Einheit der Völker und Religionen propagiert. Er hat als seine Vorläufer Jesus, aber auch schon Mose, Zarathustra, Buddha und Mohammed genannt. Und er selber ist natürlich die Krönung dieses Religionspantheismus, wo alles zusammengeführt wird. Eine ganz klar antichristliche Religion, die dazu dient, die Welteinheit vorzubereiten und auch bei der UNO Gehör findet daher. Charles Taze Russell, das wissen einige, ja, Zeugen Jehovas. Er hat es allerdings so noch nicht genannt, ernste Bibelforscher, aber seit 1931, sein Nachfolger Rutherford hat dann den Namen Zeugen Jehovas eingeführt. Und heute auf den Straßen sind sie ja sehr aktiv. Sie schreiben aber nicht Zeugen Jehovas auf ihre Wägen, sondern da steht JW drauf, Englisch Jehovah's Witnesses, so ein bisschen getarnt, ja, dass man es nicht gleich merkt. Und das Hauptproblem ist, dass sie Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen, sondern nur als einen, oder fälschlich als einen Erzengel Michael. Wenn sie nachfragen, werden die merken, der ist für sie nur ein Engel und kann nur die Sünde Adams ausgleichen, aber nicht die Sünden der ganzen Welt tragen. Das muss der Mensch dann letztendlich selber. Deshalb gibt es keine wirkliche Erlösung. Sie müssen ihre Pflichtstunden ableisten, um sich irgendeinen Lohn noch zu verdienen und so weiter. Also es ist eine gefährliche Irrlehre und hat mehr mit dem Islam gemeinsam, der ja Jesus auch erniedrigt zu einem Propheten nur, mehr mit dem Islam gemeinsam als mit dem christlichen Glauben. Dann Rudolf Steiner, Anthroposophie, Christengemeinschaft, Demeter, Veleda, Wala, Waldorfschulen. Rudolf Steiner, ein Hellseher, der ein fünftes Evangelium empfing mit einem zutiefst okkult geprägten Jesusbild. Jesus und Christus getrennt hat, obwohl Christus ja ein Würdetitel ist und keine Person in dem Sinne, heißt ja, Jesus ist der Messias, Christus, und dann von zwei Jesusnamen redet, einer vertritt die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung, also auch hier seht ihr die Religionsvermischung und den Spiritismus-Okkultismus. Gabriele Wittek, universelles Leben, Heimholungswerk, auch eine spiritistische Sekte, Wittek als Medium. Jetzt könnten wir die ganzen spiritistischen Sekten nennen, Uriella und Fiat Lux und so weiter, Lorberianer und was es alles gibt. Haltet die Finger davon weg. Es ist nichts, was mit dem Evangelium, mit der Heiligen Schrift irgendetwas gemeinsam hat. Es sind Verfälschungen, manchmal sehr ähnlich, aber gerade darin liegt die Gefahr, nicht? Das Ähnliche ist noch nicht das Richtige, sondern gerade der Betrug, die Verführung. Nun kommen wir zur Gemeinde. Zeichen in Bezug auf die Gemeinde. Der Teufel gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde des Herrn zu bekämpfen. Zuerst versucht er es mit massivem äußerem Druck bis hin zur blutigen Verfolgung. Und wo das nichts hilft, greift er zur Falle der Unterwanderung und Verführung. Die beiden V's könnt ihr euch merken. Verfolgung und Verführung, auch innerhalb der Gemeinden, auch innerhalb vor allem der evangelikalen Dachverbände. Ich sage immer, der Fisch fault vom Kopf her. Die Verführung kommt von oben durch die leitenden Personen, die sich dem Modernismus, dem Zeitgeist bis hin zur Homo-Segnung heutzutage schon geöffnet haben, etwa beim Gnadauer Verband in der Allianz, wo ja schwere Diskussionen jetzt laufen. Früher wäre das undenkbar, dass man so was überhaupt in den Mund nimmt. Heute diskutiert man schon drüber, ob man solche Lebensweisen segnet in Kirchen. Ja. Wir wollen solchen Menschen, die von diesen Fehlprägungen, die ja in der Kindheit sich gebildet haben durch falsche Erziehung, helfen, dass sie zur biblischen Orientierung auch in der Schöpfungsordnung, in der Sexualität gelangen. Das ist eine seelsorgerliche Frage. Aber hier wird ein Politikum daraus gemacht, was dazu dient,
die Sozialisierung der Gesellschaft voranzutreiben, die Gleichmacherei, das heißt die Auflösung der geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das soll aufgelöst werden und damit der Sozialismus auch in der Vereinheitlichung der Geschlechter vorangetrieben. Aber Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Wir sind gleichwertig vor Gott, aber nicht gleichartig. Mann und Frau sind unterschiedlich. Und deshalb sollen Frauen, sie haben viele Aufgaben in der Gemeinde. Sie dürfen Frauen lehren, Kinder lehren, aber sie sollen nicht gemeindeleitend und gemeindebelehrend tätig sein, wo Männer dabei sind. Das ist ganz klar in der Bibel an vielen Stellen zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. 1. Korinther 11 und Timotheusbriefe, das könnt ihr überall nachlesen. Ja, das möchte ich nur zu dem Feminismus erwähnen, der heute leider auch in viele Gemeinden eindringt. Wenn wir uns an diese gute Schöpfungsordnung Gottes halten, auch innerhalb der Gemeinden, dann wird reicher Segen daraus erwachsen. Wenn man aber rebelliert dagegen, dann kommt es zur Zerstörung der Gemeinden und zur Zerstörung der Seelen, die dann immer mehr Abstriche vom Wort Gottes machen. Es fängt ja manchmal ganz klein an, erst wird das Kopftuch abgeschafft, das ist ja nur was Äußeres, heißt es dann. Dann werden die Kleider immer lockerer, dann kommt die Rockmusik in die Gemeinden und am Schluss ist die Gemeinde so weltlich geworden, dass sie, zugespitzt gesagt, und so ist es aber auch leider bis hinein in Freikirchen, dann auch Lebensformen segnet, die, deren Segnung Gott als Gräuel bezeichnet. Ja, es fängt also kleinscheinend an mit der Kleiderordnung und so weiter und dann am Schluss endet es bei völliger Unmoral und Perversion des göttlichen Wortes. Deshalb seid wachsam, liebe Geschwister, gebt dem Teufel nicht den kleinen Finger, sonst nimmt er die ganze Hand. Ich freue mich, dass bei euch, soweit ich sehen kann, die Ordnung noch gewahrt ist. Und auch in unserer Gemeinde haben wir das gleich festgelegt, im Glaubensbekenntnis, in der Gemeindeordnung, dass das Äußere auch ein Abglanz des Inneren ist und dass deshalb die Ordnung auch äußerlich zu wahren ist, damit kein Chaos entsteht. Nun, Einfallstore in die Gemeinden sind vielfältig. Ich sage immer, wenn Menschen zu uns kommen als Gäste in die Gemeinde, halte ich ihnen so einen kurzen Vortrag und sage, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Gast, es gibt heute 4 Hauptgefahren für die Gemeinden. Warum haben wir unsere Gemeinde gegründet, werden wir dann gefragt. Dann sage ich, es gibt 4 Hauptgefahren in vielen Gemeinden und wir wollen wachsam sein, dass nicht auch bei uns anfängt. Das erste ist die Bibelkritik, dass man die Bibel nicht mehr wirklich ernst nimmt, sondern da Abstriche macht. Insbesondere auch am Neuen Testament, das für uns als neutestamentliche Gemeinde grundlegend ist. Wir wollen keinerlei Bibelkritik, keinerlei Hinterfragung des Wortes Gottes durch den gefallenen menschlichen Geist, die menschliche Vernunft. Und das Zweite ist die Pseudocharismatik, darüber habe ich ja am Mittwoch ausführlich gesprochen, dass nur noch eine Zeichen- und Wundersucht plötzlich entsteht, anstelle, dass man die Wunden Jesu, sein Kreuzesopfer, die Erlösung im Mittelpunkt hat. Das Dritte ist die Ökumene, dass man Wahrheit mit Lüge vermischt, dass man nicht mehr danach fragt, was ist in diesen Kirchen eigentlich biblisch und was ist in diesen Kirchen unbiblisch. Können wir zusammen beten mit Menschen, die zu Verstorbenen beten zum Beispiel, wie es leider auch im Katholizismus der Fall ist, wenn also Heilige angerufen werden, sind das nichts anderes als verstorbene Menschen. Und das ist das Gebiet des Spiritismus. Und damit sollen wir nichts zu tun haben, gemäß 5. Mose 18. Ihr sollt euch nicht irgendwie mit den Verstorbenen in Kontakt begeben, Totengeister und Ähnliches. Also da können wir keine Gebetsgemeinschaft halten. Wir dürfen beten zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu und auch zum Herrn Jesus. Auch Stephanus hat gebetet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Oder auch der Jesus sagt, was ihr bitten werdet, in meinem Namen will ich tun. Und was ihr mich bitten werdet, will ich tun. Johannes Evangelium in den Abschiedsreden. Aber wir dürfen nicht beten zum Heiligen Geist, denn der Heilige Geist vertritt uns selber im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen, Römer 8. Und wir dürfen schon gar nicht beten zu irgendwelchen Menschen. Also da muss man ganz genau aufpassen, dass man nicht in falsche Dinge hineinkommt. Und Ökumene ist ja ein weiter Begriff. Wir haben Einheit mit anderen wiedergeborenen Geschwistern in anderen Gemeinden, das ist ganz klar. Ja? Aber wir wollen nicht, das ist meine Sicht, ich sage es mal so, auch als Gemeinde in Pforzheim, nicht in einen Dachverband hinein, wo dann von oben her unter Umständen irgendwann Lehren verkündigt werden, die jede Gemeinde übernehmen muss, auch wenn sie nicht mehr biblisch sind. So ist es
vielerorts passiert, wenn die Dachverbände plötzlich kippen, der Fisch fault ja vom Kopf her, dann werden auch die einzelnen Gemeinden mit hineingezogen. Deshalb ist es besser, wenn man wie in einem Netzwerk mit anderen Gemeinden befreundet ist. Ohne Papst, ohne Generalsekretär irgendwie oben, sondern da ist die Gemeinde in Wiesbaden, da ist die Gemeinde in Pforzheim, man hat Kontakt miteinander, man kennt sich. Aber jede Gemeinde hat ihre leitenden Brüder, ihre Ältesten und ist allein Jesus Christus als dem Haupt unterstellt. Es wird viel Herzeleid und auch viel Verführung erspart bleiben. Man versucht auch, das muss ich auch sagen, russlanddeutsche Gemeinden immer stärker in die evangelische Allianz hineinzuziehen. Die evangelische Allianz war noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts einigermaßen weithin in Ordnung, aber dann hat man sich in der Allianz immer weiter geöffnet für extrem charismatische Kreise, für alle möglichen Verführungsströmungen. Und hat auch schon katholische Bischöfe jetzt eingeladen und alles Mögliche. Und ich sage, mit einer Allianz, die inzwischen sogar mit der UNO, mit dem Vatikan und mit dem Weltkirchenrat zusammenarbeitet, mit einer solchen Allianz kann ich von meinem Gewissen her keinen Kontakt mehr haben. Deshalb haben wir bei der Gründung unserer Gemeinde formuliert, wir sind dem Heiland treu, Jesus Christus, wir sind der Bibel treu, aber wir sind von Allianz und Ökumene frei, aber mit allen wiedergeborenen Christen gemäß Johannes 3 in herzlicher Liebe verbunden. Dem Heiland treu, der Bibel treu, Allianz und Ökumene frei. Vielleicht könnt ihr euch das auch als Motto machen, aber das ist euch überlassen. Jede Gemeinde ist ja selbstständig in ihren Entscheidungen. Es kann ein Schutz sein, wenn man eine gewisse Gemeindeordnung festlegt, damit nicht jeder Sauerteig falscher Lehre eindringen kann. Und das wünsche ich allen Gemeinden, die noch klar stehen, dass sie wachsam bleiben und dass ihr auch betet für die leitenden Brüder, dass der Heilige Geist sie leitet, damit nicht der Sauerteig der Sünde, der falschen Lehre und des falschen Lebensstils in die Gemeinden eindringt. Ja, und dann gibt es eben leider auch die Anpassung des Lebensstils, der Musik, der Mode und so weiter an den Zeit- und Weltgeist. Das habe ich auch die Tage schon erwähnt. Auch da sollten wir nicht uns an die Welt anpassen, sondern selber ein Vorbild sein an Keuschheit, an Sittsamkeit, an Anstand, an Sauberkeit, damit auch die Menschen hier sehen, der Herr Jesus, Gott, ist heilig und hat nichts mit dem Unheiligen zu tun. Nun, ich muss so langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch einiges. Ich muss noch etwas sagen über Verfolgung. Ich habe jetzt von Verführung viel gesagt, das eine V. Das andere V, das ist die Verfolgung. Und nur eines dazu, bereits im Jahr 1980 erließ die pan-islamische Konferenz, das heißt, alles soll islamisch werden, pan-islamisch, in Lahore, Pakistan, folgenden Geheimbeschluss. Ich zitiere, das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar so, dass alle, die nicht Muslime geworden sind, völlig ausgelöscht, also getötet werden müssen. Das hat man als Konferenz beschlossen. Ein unglaublich brutaler und ungöttlicher Beschluss. Und zwar so, dass die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und natürlich die Juden in Israel völlig ausgelöscht werden müssen. Und das ist das, was ISIS, ja, jetzt versucht. Das ist die Stoßtruppe des radikal-islamischen Kampfes, der aber leider im Koran selber schon grundgelegt ist. Also wirkliche Muslime, die den Koran in den späten Suren, die Mohammed in Medina niedergeschrieben hat, ernst nehmen, die müssen in den Heiligen Krieg ziehen. Da gibt es nur zwei Bereiche. Der Bereich des Friedens, der schon islamisch ist, und der Bereich des Krieges, der noch nicht islamisch ist und erobert werden muss. Und dann werden Moscheen aufgestellt, Al-Fatih, und das heißt Sieg oder Eroberung. Und Muslim oder Islam, das heißt ja Unterwerfung. Ja. Nun gut, ich wollte das nur erwähnen, ich will jetzt keinen Vortrag über Islam halten, aber ihr seht, das hat schon eine ganz besondere Stoßkraft und diese Brutalität kommt nicht von ohne. Es wird manchmal gesagt, Mohammed hätte im Koran doch auch friedliche Aussagen, friedliches Zusammenleben, aber das bezieht sich auf die frühen Suren in Mekka.
Da hat er noch versucht, auf friedlichem Wege seine neue Religion zu verbreiten. Als das nicht geklappt hat in Medina, als er schon die Kriege führte und viele getötet hat, da hat er die kriegerischen Suren geschrieben. Und nach dem Prinzip der Abrogation, das heißt der Aufhebung des Früheren, gelten die späten Suren als verbindlich und nicht die frühen Suren. Deshalb, wenn in irgendwelchen interreligiösen Treffen in Kirchen behauptet wird, der Koran ist ja so friedlich, da steht ja so viel Friedliches drin, dann müsst ihr sagen, das sind die frühen Suren, die durch die späten Suren abgelöst worden sind. Also das muss man ein bisschen sich auskennen, damit man nicht so leicht hereinfällt auf diese vorgetäuschten interreligiösen Dialoge. Natürlich freuen wir uns über jeden Muslim, der nicht radikal ist, der auch diese kriegerischen Suren nicht für sich umsetzen möchte. Und viele ernsthaft fragende Menschen aus dem islamischen Bereich werden ja Christen, weil sie merken, mit dieser Gewalt haben wir nichts zu tun. Denn auch sie haben ja ein Gewissen und erkennen im Grunde, dass das Töten nicht von Gott sein kann, dass das nicht wirklich Gottes Wille ist. Im Alten Testament steht ja ganz klar, du sollst nicht töten. Es wurden auch da Kriege geführt, aber das hat mit der speziellen Geschichte Israels zu tun und mit dem Götzendienst der Heiden. Ja, das kann ich jetzt aber nicht weiter erklären. Im Neuen Testament aber, was für uns als Christen, wir sind jetzt nicht Israel, sondern insgesamt die Christen weltweit vereinigt mit den Gläubigen aus Israel, was für uns gilt, das ist gemäß Epheser 2, dass wir vereinigt sind mit den Bekehrten aus Israel und dass gemäß der Bergpredigt Jesus uns gebietet, liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch verfluchen, beleidigen und so weiter. Wir sollen nicht mit dem Schwert zurückschlagen, denn wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen, sagt ebenfalls unser Heiland. Nun der Siegeszug der Weltmission und dann abschließend die Fragen, wie können wir als Christen hindurchkommen durch die Endzeit? Gott sei Dank läuft auch die Weltmission weiter. Noch so viele vorantichristliche Mächte können das nicht stoppen. Der Herr Jesus selber hat es ja gesagt, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und das erfüllt sich. Wir haben heute technische Möglichkeiten, auch positiv jetzt zu sehen, ja, ist nicht alles negativ. Das sind ja ambivalent, zweischneidig auch zu gebrauchen, die Technik. Und diese positive Möglichkeit ist die Evangeliumsverkündigung durch die Massenmedien, die auch viel Schlechtes natürlich transportieren. Aber auch das Evangelium kann dadurch transportiert werden, auch durch Internet. Da können zum Beispiel arabische Bibeln ausgedruckt werden, wo es absolut unmöglich ist, dass ein Missionar hineinkommt. Aber da sitzen Muslime vor dem Computer, drucken sich arabische Neue Testamente aus, lesen über Jesus und fragen sich, warum er so bekämpft und verfolgt wird und seine Anhänger und werden Christen, müssen es vielleicht heimlich verheimlichen, damit sie nicht getötet werden. Aber man hört immer wieder von Menschen, die missionarisch in muslimischen, islamischen Ländern arbeiten, wie viele da heimlich schon Christen geworden sind. Natürlich weiß man es nicht genau, weil es heimlich ist. Und doch sickert immer wieder etwas durch von Erweckungen in Dörfern, in Städten. Und auch hier, wenn Gott diese Menschen jetzt hierher schickt, ergreifen wir doch die Möglichkeit, ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu sagen. Laden wir sie doch ein, dass sie die beste Botschaft der Welt hören. Ja, das ist ganz wichtig. Das betrifft jetzt nicht nur die Brüder und Schwestern, die des Arabischen oder anderer Sprachen mächtig sind. Auch wir können darum beten, uns da verständlich zu machen und ihnen auch arabische Bibeln zum Beispiel zu schenken. Die werden jetzt massenhaft gedruckt, arabische Bibeln zurzeit, und die kommen gar nicht mehr nach mit dem Drucken. Ja, und gut, wenn wir auch da vielleicht in die Heime gehen oder da, wo es nicht erlaubt ist, vielleicht auch vor den Heimen uns platzieren und dann diese Bibeln unter Gebet weitergeben. Jetzt abschließend die Fragen, wie kommt die Gemeinde des Herrn hindurch durch diese Endzeit? Das ist ja das, was uns jetzt besonders bewegt. Zunächst gilt es, die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen, dass wir sehen, ja, wir leben wirklich in der letzten Zeit. Es spitzt sich alles zu. Es könnte ja Zufall sein, wenn nur ein Zeichen sich erfüllen würde, zum Beispiel Israel oder die Globalisierung oder die Erdbeben oder das Kriegsgeschrei oder die neuen Seuchen wie AIDS oder
die falschen Christusse oder die falschen Propheten. Aber habt ihr es gemerkt? Alles spitzt sich zu, alles erfüllt sich zusehends. Wir wollen damit keine Angst machen, sondern die Freude, dass wir bald beim Herrn sein werden, dass Jesus bald kommt und seine Gemeinde zu sich holt. Diese Freude ist doch das. Und deshalb, ich freue mich und sage, es muss alles so kommen, da müssen wir noch hindurch, aber wir werden beim Herrn sein und dann ewig ihn loben und preisen. Das ist die Freude. Und wenn wir erkennen, dass alles sich erfüllt, dann gilt es, wie die Bibel sagt, Buße zu tun, das heißt umzukehren vom falschen Weg, Reue zu empfinden über die Sünde und Schuld und den Herrn Jesus in das Herz zu nehmen. Wer es noch nicht getan hat, ist herzlich eingeladen, auf die Seite des Siegers zu treten, Jesus Christus. Denn der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat, gerade in der Endzeit, und führt Rückzugsgefechte, will noch viele mit sich in die ewige Verdammnis, in die Hölle reißen. Aber unser Auftrag ist, noch viele vor dieser Verdammnis zu retten, herauszurufen vom falschen Weg. Und für uns als Christen, soweit wir schon Kinder Gottes sind, gilt es, dass wir keine Angst haben müssen. Jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Gott weiß um alles. Er weiß unser Schicksal, er weiß die Zukunft. Er weiß auch, wie viel Kraft jeder individuell hat. Ich werde ja gleich über das Thema Leiden bei der Jugend sprechen. Gott weiß, wie viel Kraft jeder individuell hat, auch in Leidenszeiten, auch in Verfolgungszeiten, auch in Nöten, und schenkt seine Kraft, seinen Geist, um uns zu tragen, zu trösten und auszurüsten mit allem, was wir brauchen. Tut Buße und bekehrt euch, habt keine Angst und seid nüchtern und wachsam. Und das können wir nur sein, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes kennen. Sonst werden wir in Unnüchternheit, in Schwärmerei hineingezogen. Falsche Propheten können uns manipulieren, wenn wir nicht das Echte kennen. Wir müssen nicht alle falschen Lehren kennen. Gott bewahre uns davor. Nein, wir müssen das Echte kennen, das Wort Gottes. Wenn ihr wisst, was das Original ist, dann werdet ihr nicht von der Kopie betrogen werden. Ganz wichtig. Die Heilige Schrift lesen, beten, die Versammlungen nicht verlassen, Stärkung empfangen. Seid nüchtern und wachsam. Forscht in der Schrift, das habe ich gerade schon gesagt, und haltet fest am Gebet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen. Die Welt möchte, dass wir werden wie sie, aber wir möchten, dass viele aus der Welt herausgerettet werden und dem Herrn Jesus nachfolgen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und das hängt auch zusammen mit der Heiligung. Heiligung heißt abgesondert sein von dem, was böse ist, von dem, was Sünde ist in der Welt. Sich davon trennen und fernhalten. Ich muss nicht zu jedem Vergnügungsevent gehen, wenn ich weiß, dass das esoterisch ist. Ich will es nicht mehr sagen. Ja? Ich muss nicht mir jeden Schmutz der Welt zufügen, wenn ich weiß, dass das meine Seele vom schmalen Weg wegzieht. Ein wiedergeborenes Kind Gottes hat gar nicht mehr dieses Bedürfnis, sich auf irgendwelche zweifelhafte Vergnügungen einzulassen. Er wird eher einen Abscheu davor empfinden. Und wenn ein Christ doch einmal sich hat verführen lassen, dann gilt es nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen. Der Teufel will einreden, ach, du bist ein Versager, du hast keine Chance mehr. Aber liebe Seele, dann steh auf mit Gottes Hilfe. Der Herr Jesus reicht dir die Hand und zieht dich hoch und sagt, du darfst weitergehen. Deine Schuld ist dir vergeben, wenn du sie ernsthaft bereust. Heiligung. Verlasst eure Versammlungen nicht. In Hebräer 10, Vers 24 steht, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Je mehr der Tag des Herrn kommt, umso mehr brauchen wir die Versammlung, weil die Wellen gehen höher und wir brauchen die Geborgenheit bei Jesus und auch in der Gemeinde. Noch drei letzte Aspekte. Wirkt, solange es Tag ist. Macht zu Jüngern alle Völker und bleibt Jesus treu. Wirkt, solange es Tag ist. Wir müssen uns jetzt nicht verkriechen und sagen, es wird ja immer schlimmer, da gehe ich gar nicht mehr heraus aus dem Haus oder aus der Kirche. Nein, der Herr Jesus ruft uns immer noch auf die Straßen und Plätze, in die Krankenhäuser, in die Gefängnisse,
überall ihn zu bezeugen, den Menschen, die verloren sind. Habt Mut und macht solche Einsätze, geht hinaus auf die Straßen und Gassen, verkündet Jesus Christus als den einzigen Retter und Erlöser. Das ist unser Auftrag. Wirkt, solange es Tag ist. Auch diakonisch helft auch den Notleidenden, den Obdachlosen, den Arbeitslosen, den Hungernden. Auch das ist unser Auftrag, hier die Liebe Jesu weiterzugeben, in Wort und Tat, beides. Macht zu Jüngern alle Völker. Der Missionsauftrag schließt natürlich auch die Nächstenliebe eine Diakonie, aber dass wir auch die frohe Botschaft dabei nicht verschweigen. Wenn wir gefragt werden, dürfen wir sagen, wir tun Gutes, wir helfen dir, weil wir dich lieb haben, weil Jesus uns so viel geschenkt hat und das geben wir weiter an dich. Und der Mensch wird sein Herz öffnen, auch dieser frohen Botschaft durch Gottes Gnade, wenn wir dafür beten. Und das Letzte, bleibt Jesus treu, gerade auch in der Endzeit. Die Angriffe sind groß, die Versuchungen mannigfaltig, aber der Herr Jesus möchte uns festhalten. Es ist aber nicht automatisch, wir müssen auch wollen, wir müssen seine Hand auch festhalten wollen. Es werden nur Freiwillige im Himmel sein und auch nur Freiwillige in der Hölle. Keiner wird gezwungen, sich zu bekehren, keiner wird auch gezwungen, sich von der Welt zu verabschieden.